Heute ist natürlich wieder politisches Theater vom Feinsten angesagt in Italien. Eine Gala-Vorstellung von Berlusconi. Es gibt eine Abstimmung über ein neues Sparpaket, das mit der Vertrauensabstimmung über den Ministerpräsidenten, über Bello Berlusconi, verbunden ist. Und ich denke mir, viele hoffen, dass es gut ausgeht, dass das Sparpaket durchgeht. Wie wacht ihr auf die Betriebsanleitung des neuen gehebelten Rettungspaketes? Wie sieht es aus? Da haben wir noch nicht sehr viel gehört. Das ist eine ganz große Aufgabe. Ich bin gespannt, ob wir bis Weihnachten eine Lösung haben. I think the choice of Prime Minister is key. It's not just a matter of if we have a decision, but also who is going to be the person leading that. Clearly, the more capable people may have tougher demands on the government. In other words, strong political support, very clear agenda, and also very capable personnel to carry out these painful and difficult tasks. This one because it's quite balanced. I see a lot of difficulty in the Eurogroup because they want very clear strategy as far as the Greek steps are concerned. I would not want to be in Mr. Venizelos's shoes at this present moment because he has to convince his European partners that Greece has a capable government in place when in fact there is no specifics as to who is going to comprise that very government. On top of that, I think Europe will want some kind of a written statement signed by the political parties committing to delivering the tough measures that, that Greece needs to take to undertake. Je pense qu'on n'a pas le choix malheureusement. Ouais. Lesquelles, j'en sais rien. Est-ce qu'il y en a des bonnes, est-ce qu'il y en a des moins bonnes, j'en sais rien, mais il faut prendre des mesures, on peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Vous avez peur qu'un jour ce qui se passe en Grèce et en Italie arrive à la France? Ben, je pense que la France va être visée dans les prochains mois, oui.